In diesem Video geht es um die Zucht der großen Drosophila. Die große Drosophila braucht vom Ansetzen bis zum Schlupf der neuen Fliegen circa 3 Wochen. Das hängt aber von der Temperatur ab. Je kühler es ist, umso länger dauert das. Ich halte die Fliegen bei 23 bis 25 Grad im Froschkeller und dann brauchen sie etwa 3 Wochen. Die große sowie die kleine Drosophila halte ich oder züchte ich in 1 Liter Behältern. Und das Rezept ist für 12 Ansätze, also 12 Behälter, ausgelegt. Material: eine Packung Apfelmus, eine Packung Pfirsiche, die wird komplett verwandt mit Saft, Haferflocken extra zart, 4 Bananen, können ruhig ältere, hässliche sein, nur nicht, dass die irgendwie angedutscht sind, wo dann irgendwelche freifliegenden Drosophila schon anschließend hier in den Ritzen landen, ihre Eier ablegen und ja, die böse Überraschung schlüpft dann anschließend 2-3 Wochen später und der ganze Ansatz ist mit fliegenden Drosophila versaut. Ja, ein bisschen Trockenhefe, da muss man noch mal gucken, also eine ganze Packung auf diese Menge ist zu viel, eine halbe vielleicht eventuell auch. Ich mische das immer so nach Augenmaß. Ne? Wenn das zu viel drin ist, dann gärt das einfach, quillt auf und dann ist es doof. So. Ein paar Minuten weiter und ich habe da mal was vorbereitet. Ja, sieht schon sehr lecker aus. Man könnte fast hier zuschlagen bei diesen sehr gesunden Sachen. Also der Apfelmus, der hier vorne drin war. Egal was für ein Apfelmus, ob man es in Tetrapack hat oder ein Glas, ist meistens immer die gleiche Menge drin. Das ist so, ja, 710 Gramm steht hier drauf. Die Tetrapacks haben ähnlich viel. Einigermaßen leer gemacht das Teil. Und da sehen wir das hier vorne. Die Bananen, ja okay, die Schale habe ich schon entsorgt. Da haben wir hier 4 feine Bananen. Also ein bisschen mittelreif, man kann auch ganz frische nehmen, wenn man unbedingt will. Hauptsache 4 Bananen. Und nicht zu alt, dass da irgendwelche Fliegen schon Eier draufgelegt haben. Und hier haben wir Pfirsichhälften oder Viertel, egal. Auf jeden Fall komplett mit der ganzen, mit der ganzen Flüssigkeit, die in der Dose war. So, ich habe die Trockenhefe hier von letzter Woche da noch was drin. Also die ist jetzt hier, ich glaube, so halb voll oder so. Irgendeine stinknormale, billige Backhefe, egal was. So, und jetzt streue ich einfach mal so grob was drauf, damit ihr die Menge seht. Also mehr auf keinen Fall, das reicht. Ne? Okay, und jetzt wird das erst komplett durchpüriert, bevor ich die Hefe rein, bevor ich die Haferflocken rein tue. Ah ja, und noch eine Sache. Man muss Flüssigkeit noch zusätzlich rein tun. Also es wird sonst zu dick. Ich habe dafür hier wieder mein Apfelmusglas und da ist auch noch Apfelmus drin. So, das Wasser ist drin. Wie ihr seht, hier sieht man nichts. Hier vorne sieht man ungefähr wie hoch. Und der Deckel ist drauf und auch fest. Und dann mache ich einfach mal das Glas sauber. Ist halt ja schön, wenn man das im Altglas gibt. Das Glas ist schon halb vorgewaschen. Deckel ist weg. Und jetzt wird das einfach noch mit ausgespült. Ja. Das Ganze sieht so aus. So, das war's. So, die Haferflocken sind drin und werden erstmal hier so ein bisschen untergemixt. Und das ein bisschen hier so verteilt. Hat man erstmal alle Haferflocken so ein bisschen eingeweicht. So verteilen. Und dann genauso durchmixen. So, der Fliegenbrei ist wie gesagt fertig. So, hier sind die Becher, 12 Stück. Wir haben insgesamt 1000 Milliliter. Zum einen füllen nämlich so eine relativ kleine Schale. Und circa 2 von diesen Kellen reichen aus. So, die Becher sind voll. Die oberen beiden habe ich einmal hier zum Vergleich gezeigt.
Also wie gesagt, rechts sind die für die kleinen Drosophila, links für die große. Und die braucht auch ein bisschen mehr Brei. So, so sieht man das ungefähr. Ne? Also ein bisschen höher der linke jetzt für die große und rechts ein bisschen weniger drin. So, hier sieht man nochmal, wie der Brei ist. Das kann ich mal zeigen. Er läuft so ein bisschen schräg. Ne? Also er fließt noch, flüssig dafür genug. Aber nicht wie Wasser oder so oder Saft oder Apfelmus. Ne? Braucht so seine Zeit. Noch das muss man ausprobieren. Wenn nach 3 Wochen halt die Madengänge da reinbuddeln in den Brei und der dann scheint der wohl zu stark ausgetrocknet zu sein, dann muss man den Brei halt feuchter machen. Ein bisschen mehr Wasser reinpacken bei der Mischung. Das hängt dann immer vom Deckel an, ab, wie viel Öffnung der Deckel hat, wie warm der Raum ist, wie viel Luftzug da ist, wo die Behälter stehen. Ja, kann das sein, dass er relativ stark noch austrocknet oder auch eben nicht. Ne? Wenn der Deckel relativ dicht ist, dann verdunstet ja weniger, dann ist der Brei auch dementsprechend länger so flüssig in dem Bereich. Also hier kann man sich vorstellen, wenn die Fliegen Eier gelegt haben, die Maden kommen, die können natürlich locker flockig da in den Brei eintauchen und den fressen. So, und hier ist jetzt wie gesagt die Holzhäule drin. Von oben seht ihr, ich habe die komplett noch mit dem Finger in der Mitte so immer reingedrückt. Nach unten in den Brei, wenn man das ordentlich macht, bleiben die Finger auch sauber. Wenn man die Holzwolle in der Mitte trifft, hat den Vorteil, dass die Holzwolle in der Mitte halt eine höhere Oberfläche hat und fast bis zum Boden reicht, sodass sich hinterher die Maden dann an allen Seiten in den Brei fressen können. So, das glaube ich diese hier. Unten. Polyestergewebe, Gardinstoff, irgend sowas billiges. Und oben auch nochmal komplett der ganze Rand. Doppellagig. Sieht man das am besten. Dass nicht fliegende Fliegen mit den Fliegen, die in den Behälter sind, sich verpaaren können und man später nur noch fliegende Fliegen hat. Also die haben da nicht die Chance, die Fliegen im Behälter zu erreichen. Die Fliegenden, die mal später kommen sollten, gerade im Sommer, weil unten eine Gase ist und oben eine Gase. So, jetzt geht's weiter. Ich habe alles mal zusammengetragen hier fürs Video, damit man so eine Übersicht hat. 3 Behälter habe ich mir hier genommen mit Drosophila. Die sind jetzt gerade im Schlupf, wie man sieht. Es ist auch was drin. Da sieht man auch, die Holzwolle geht hier bis unten hin. So, und da immer wieder noch kleinere Milben drin sind, die man einfach nicht vermeiden kann, mache ich die Fliegen einigermaßen ja, milbenfrei. Dazu habe ich hier ein Glas, wo eine Siebgase eingeklebt ist. Die ist ein bisschen gröber wie die Drosophila-dichte Gase, die in den Dendrobatenbecken immer eingeklebt ist. Ich schätze mal so einen knappen Millimeter. Das ist für die kleine Drosophila schon tacken zu grob, dass die andere durchkommt, aber für die große Reiz. Dann eine Packung Talkum. Ja, kriegt man in der Apotheke. Oder habe ich mir vorher aus der Apotheke geholt. Damit werden die Fliegen gleich eingestäubt. Und zwar nur für neue Einsätze, nicht verfüttern oder sonst was. Also dazu haben wir natürlich Vitaminpulver. Das ist jetzt nur rein das Talkum dafür da, dass ich die Fliegen damit einstäube, dass die Milben halt von den Fliegen ablassen. Die kommen dann hier in diesen hinteren Behälter rein und werden dann anschließend, wenn fallen die Milben mit dem Talkum oder die Fliegen dann halt einfach dann raus. Reicht erstmal. Jetzt kommt hier ein bisschen Talkum rein.
No, und das war jetzt so wenig. Fliegen können ruhig ein bisschen weißer sein. So, und so sieht das dann innen drin aus. Und mit dem Talkum ist alles ziemlich rutschig. So ganz hoch kommen die Fliegen auch nicht. So, und dann mit dem Gasedeckel auf dem Kopf werden die Fliegen dann in den Trichter gestellt und ein weiteres Glas. Und das lasse ich erstmal so stehen und dann rieselt das Talkum mit den Milben in das untere Glas und die Fliegen sind ja, schon mal größtenteils milbenbefreit und dann fertig für den Ansatz. Ich trinke mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann werde ich so in 10 Minuten mal runterkommen und dann sollte alles bald fertig sein. So, die Zeit ist vorbei. So, ich habe die Fliegen wieder umgeschüttelt, ne? Und die sind jetzt hier wieder in dieser Dose drin, da kann ich die besser gleich portionieren. Und jetzt kommen die Fliegen in die vorbereiteten Fliegenbehälter. So, das wäre es dann nun. In 3 Wochen kann man dementsprechend dann die Fliegen entnehmen. Dann sind die Päckchen soweit fertig. So lange brauchen die großen nur so viel etwa. So, das Ganze mal von oben. Es geht auch mit ein bisschen weniger Fliegen, aber die Menge, die mache ich meistens immer rein. Der Brei wird dann ordentlich aufgefressen, mal weniger Reste und eine ordentliche Ausbeute. Und das Ganze bleibt jetzt hier im Froschkeller stehen. Ja, der ist auch nicht temperiert, nicht zu kalt, nicht zu warm. Dann passt das. Also circa eine Raumtemperatur von 23 bis 25 Grad habe ich hier. Und dann ist das in Ordnung.